Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fiasco Box von Jasko. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fiasco von Jasko, so sieht das Ganze aus. Das Ganze am 30.11. heute erschienen. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann die Box noch mal genauer ansehen. So, also hier lesen wir Jasko Fiasco. Sieht nach beschädigtem Beton, beschädigter Wand aus, als hätte es hier irgendwie ja, Schüsse gegeben oder irgendwie Splitter, die die Wand zerstört hätten. Und was richtig heftig ist, dass man hier diese einzelnen Löcher abtasten kann, dass es hier wirklich wie so Schleifpapier reibt und speziell hier an der Seite diese große, jawohl, diese große Stelle hier ist echt komplett in dieser Schleifpapieroptik. Hatte ich auch so noch nicht bei einer Box. Nette Detailarbeit. Rundherum in dieser kaputten Betonoptik. So sieht das von hinten aus. Wir haben hier noch einen Totenkopf, Warning. Ansonsten Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Der Deckel lässt sich abnehmen. Jawohl. Von innen glatt weiß. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal so ein kleines Schächtelchen. Dann haben wir ein Shirt. Das Album, wenn kommt, dann kommt. Also, das war ja das erste Album von Jasko, das im Jahr 2016 erschienen ist, im März 2016. Dann haben wir hier eine mehr oder weniger DVD-Hülle mit den CDs drinnen, eine Autogrammkarte und ein Poster. Von innen glatt weiß. Machen wir mal wieder zu. So, das Album und das Shirt noch eingeschweißt, werden wir mal öffnen. Ist die Frage, wo? Am besten hier bei dieser Schweißnaht, jawohl. Sehr gut. So, und ich denke, für das Shirt brauchen wir kein Messer, nein. Gut, wir starten mit dem Album an sich. So sieht das aus. Jasko Fiasco. Was ich in diesem Fall sehr spannend finde, dass man sich echt dafür entschieden hat, das Album in eine, ja, mehr oder weniger DVD-Hülle zu packen und auf eine reguläre Hülle, in diesem Fall Super Jewel Case, Standard Jewel Case, was auch immer, zu verzichten. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte eine reguläre Albumhülle bevorzugt, separat, nichts gegen das, aber ich bin kein Fan davon, wenn man das Album hier mit reinpackt. Aber ja, das ist natürlich Geschmackssache. Wir lesen hier Jasko Fiasco und auf der Rückseite haben wir die Inhalte. Wir haben hier einmal das Album Fiasco, also CD1, mit insgesamt 16 Tracks. Wir haben hier Features von Farid Bang und Sipo, Kurdo, Summer Jam, 18 Karat, Azad, Hamad 45 und Philippe Haitier. Dann haben wir die Übernahme 2 EP, das ist die Fortsetzung der Übernahme 1 EP. Die Übernahme EP, also der erste Teil, der kam damals im Jahr 2012. Das ist mit Majo gemeinsam. Und wir haben hier auch ein Feature von Asche mit drauf, also 5 Tracks auf der EP. Und dann haben wir noch die Instrumental CD und was hier sehr schön ist, die beinhaltet nicht nur die Album-Instrumentals, also die 16 Tracks von hier, nein, die beinhaltet auch die EP-Instrumentals, sprich die 5 Tracks von hier. Credits hier unten. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das aus. Okay, also nachdem wir hier kein reguläres Booklet oder ein reguläres, ja, einen Einleger haben, hat man sich hier, weil man ja die Größe dann hat, für ein Fotoheft entschieden. Da schauen wir mal hinein. Okay, das Fotoheft in schwarz und weiß gestaltet. Und die Tracklist
in Orange-Weiß. Hier haben wir die Info, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Dann haben wir hier Jasko sitzend. Das dürfte alles in Italien entstanden sein, dieses Artwork, diese Fotos vor einem Bentley. Hier haben wir sogar das italienische Nummernschild. Bentley Continental, wenn ich es richtig sehe. Weitere Tracks, weitere Aufnahmen. So sieht es aus. Hier Jasko in einem Reckless Hoodie, das ist die neue Marke von Majo. Dann haben wir hier die Tracklist der Bonus-EP. Und zum Abschluss noch die Credits zum Album. Okay. Gut. Hier dann zerstörte apokalyptische Szenerie. Sieht aus wie ein Parkhaus oder ein zerstörter Wohnblock. Bisschen so Tschernobyl-Charakter, wenn ihr mich fragt. Wir haben hier einmal CD Nummer 1. Und zwar ist CD Nummer 1 in diesem Fall das Album Fiasco. So sieht das aus. Dann haben wir CD Nummer 2. Diese beinhaltet die Bonus-EP, die Übernahme 2 EP. Und unter dieser haben wir dann CD Nummer 3, die Instrumental-CD. Also drei Tonträger hier mit dabei. Generell echt eine sehr schöne Lösung für Instrumentals, für Bonus-EP etc. Allerdings, wie gesagt, finde ich es schade, dass man auf eine reguläre Album-Variante verzichtet hat. Das hier ist mir lieber extra. Gut, dann haben wir das letzte Album von Jasko, nämlich Wenn kommt, dann kommt. Extra nochmal in einem Super Jewel Case. Das erspare ich euch jetzt im Detail. Nur kurz die Tracklist. Wir haben hier 18 Tracks mit dabei. Einige Features, nämlich Farid Bang, Majo, Casey Rebel, Summer Jam und nochmal Farid Bang. Das Unboxing habe ich euch bereits gezeigt. Gibt es auf meinem Kanal zu finden. Wenn kommt, dann kommt. Da gab es ja auch eine Box. Deswegen erspare ich euch das jetzt hier im Detail. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Boah, echt stark. Also sehr, sehr dicker Karton. Wir haben hier Jasko abgebildet, auch wieder Schwarz-Weiß-Foto und hier unten dann mit silbernem bzw. mit weißem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite diverse Daten von Banger Musik. Dann haben wir einmal das Poster. Und zwar sieht das so aus. Jasko Fiasko, auch hier wieder. Das kennen wir von der Rückseite des Fotohefts. Diese apokalyptische Szene hier. Wie gesagt, erinnert mich so an Tschernobyl. Oder irgendwie Kriegsgebiet. Und dann haben wir hier noch Jasko abgebildet mit dem Bentley Continental. Beide Seiten im Querformat. Und ein recht handliches Poster, was die Größe betrifft. A3 müsste das sein. Dann haben wir dieses kleine Schächtelchen hier. Und zwar haben wir hier, das ist relativ schwer, in Butterfly-Optik einen, also ist noch verriegelt unten, so, einen Taschenkamm. Also, für die Zuschauer aus Deutschland. Dieser Kamm ist ja in Deutschland, also was heißt dieser Kamm? Butterfly-Messer an sich sind ja in Deutschland verboten. In Österreich sind diese nach wie vor erlaubt. Und dann haben wir hier in dieser Butterfly-Optik eben kein Messer, sondern einen Kamm. Der Kamm ist aus Metall, komplett in dieser Goldoptik. Und hier haben wir dann noch mit Weiß Jasko draufstehen. Auf beiden Seiten, einmal hier, einmal hier. Spannend, warum man das hier zweimal verschieden drauf gedruckt hat, warum auch immer. Und unten natürlich dann entsprechend hier, um das Ganze zuzumachen, um das Ganze zu verriegeln. Ja, schöne Sache für alle, die noch Haare auf dem Kopf tragen, kann man diesen Kamm natürlich verwenden. Auf jeden Fall hochwertig das Ding, vollkommen hier aus Metall. Ja, sieht schick aus, da kann man nichts sagen. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit goldener Kette.
die hier aufgedruckt ist. Und rechts unten haben wir dann noch ein Logo. Und zwar haben wir hier diese Lilie. Ist ja ein, ja, mehr oder weniger eine Wappenblume oder die Blume überhaupt. Also ich glaube, es gibt keine Blume, die öfter in Wappen verwendet wird als diese Lilie. Unendlich viele Verwendungen bereits gegeben. Und die ist hier unten, ja, nahe am Saum dran, in demselben Gold wie auch die Halskette. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen. Die Goldkette zieht sich hier wirklich nur bis zur, ja, oben bis zu dieser Schulternaht. Und wir haben es zu tun hier. Okay, hier hat man den Zettel, den einen hier rausgetrennt. Jasko Hugo Boss. Okay, kein Hugo Boss, sondern Hugo Boss. Es würde mich natürlich interessieren, ob wir hier noch irgendwie einen Zettel vorfinden, aber nein. Keine Infos über Größe oder Material. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir es hier mit einem L-T-Shirt zu tun haben. Und was ich besonders spannend finde, normalerweise, also es fühlt sich auf jeden Fall gut an, das Shirt, aber normalerweise haben diese Banger-Musik-Shirts ja immer hier unten so einen Aufnäher mit dabei, wie zum Beispiel, kleinen Moment, ich habe es gerade hier hängen. So, wenn wir es jetzt ganz kurz zum Vergleich das hier nehmen, das war das Casey Rebel Shirt aus der Abstandbox. Und es war immer so, egal ob bei Farid Bang Blut oder jetzt bei Casey Rebel, wir hatten dann hier unten immer diesen Aufnäher Banger Musik und dann entsprechend den Albumtitel mit dabei. Das ist in diesem Fall nicht, darauf hat man verzichtet, dafür eben diese goldene Lilie hier mit drauf. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dieser Goldkette um den Hals, um den Schulterbereich. Hängt hier runter bis unter die Brust. Ansonsten hier nichts weiter drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, rein von der Optik, ich meine Schwarz-Gold, immer eine Top-Farbkombination in meinen Augen. Allerdings so diese dicke Goldkette auf dem Shirt, nicht wirklich etwas für mich. Aber vom Stoff her und von der Farbgestaltung auf jeden Fall schön. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dann dieser Butterfly-Kamm, die unterschriebene Autogrammkarte, das Album Wenn kommt, dann kommt im Super Jewel Case, das Poster beidseitig bedruckt und dieses Case hier mit Album Instrumentals, Bonus-EP und Bonus-EP Instrumentals. Wie gesagt, ein reguläres Album-Case gibt es hier nicht. Das ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum das Album nur in Boxform und digital erschienen ist und nicht regulär als CD erhältlich ist. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box-Fiasko von Jasko. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jasko unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.